Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Hier werdet ihr lernen, wie man Häkchen in Excel einfügt. Dafür gehen wir auf Einfügen, dann auf Symbol und hier scrollen wir dann ganz runter und suchen nach Wingdings. Hier haben wir eine große Auswahl an Symbolen und wenn wir hier wieder nach unten scrollen, haben wir die Häkchen. Jetzt nur noch eins aussuchen, fürs Beispiel nehmen wir einfach das hier und auf Einfügen. Und dann schließen wir das Ganze. Wenn wir jetzt auf Start gehen, können wir die Größe und Farbe vom Häkchen ändern. Das war's auch schon. Welches Symbol werdet ihr benutzen? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Tutorials. Ciao!